Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie schon mal ganz herzlich begrüßen zum KWK-Kongress, der dieses Jahr einmal wieder, wie jedes Jahr, vom Bundesverband für Kraft-Wärme-Kopplung veranstaltet wird und tatsächlich die kompetentesten und die ehrgeizigsten Effizienztechniker dieser Republik zusammenruft. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich also ganz besonders, dass wir diesmal wieder hier zusammen sein dürfen. Wir sind schon etwas verspätet, deshalb möchte ich ehrgeizig das Programm zügig starten und darf in diesem Zusammenhang ganz freundlich und herzlich begrüßen Frau Dr. Peter, die wieder, wie auch in den letzten Jahren, das Programm eröffnen wird. Ich finde das ganz toll, dass Sie zu uns kommen, dass Sie der Veranstaltung einen gewissen Namen geben, beziehungsweise einen Rahmen, der eben auch die Interessen, ja, Sie haben ja zwei auf zwei Schultern zu tragen, einmal die Grüne Partei und einmal den Bundesverband Erneuerbare Energien. Das zieht sich jetzt ja immer mehr durch die Energiewirtschaft durch. Der Bundesverband der Deutschen Energie und Wasser wird ja jetzt nun auch mit einer Dame aus dem Kreise der Grünen Partei demnächst geschmückt und präsidiert. Und insofern, sagen wir, finden wir alle sehr wahrscheinlich den gleichen und guten gemeinsamen Weg. Ich freue mich, dass Sie da sind und darf Sie bitten, uns mit den Einführungen bzw. mit einer kleinen Begrüßungsrede aus Ihrer Sicht die Prozesse mitzuteilen. Wir haben ja gerade schon eingangs kurz gemeinsam diskutiert. Nie hat die Welt, die energiewirtschaftliche Welt, sich so schnell gedreht wie im Moment. Und es werden jetzt innerhalb von 14 Tagen wie viele Gesetze verabschiedet, die alle tatsächlich im Dezember noch durch sollen. Sehr wahrscheinlich ist der Zeitplan so eng, weil eben auch die Koalition gerade ihre Vertrauensfrage stellt und sagt, einen Teil der Hausaufgaben wollen wir gemacht haben. Heute Morgen kamen schon eine ganze Menge Kommentierungen dazu und vielleicht kann man sagen, unterm Strich, wenn wir die positiven Ergebnisse der neuen Gesetze gleich mit einbeziehen, ist es dann doch eigentlich eine ganz gute Bilanz, auch wenn wir anderthalb Jahre darauf gewartet haben, dass überhaupt erstmal die Karawane loszieht. Aber da sehen wir, dass letzten Endes vielleicht das Ergebnis zählt und lange Abwägungsprozesse. Ein Teil davon werden Sie uns sicher auch noch erzählen. Vielen Dank, dass Sie da sind und bitte sehr, ich darf Ihnen noch den Präsenter geben. Brauche ich gar nicht. Ach so, Sie brauchen, Sie sprechen genau. Ohne Gerät. Ja. Vielen Dank, lieber Herr Kuckuck, ich freue mich auch, lieber Horst, schön, noch ein Vizepräsident aus dem Präsidium des BEE hier anwesend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat hat schon fast Tradition, hier beim Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung aufzuschlagen. Und letzte Woche war ich in Bonn, habe dort Frau Hemmers getroffen, mit der ich nochmal über die Anfänge des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung gesprochen habe. Damals einer der Gründer, Klaus Traube, der auch einer war, den ich bewusst wahrgenommen habe in meiner Jugendzeit, als es um eine Sozialisierung ging, die jenseits von Atomen, damals stand die Kohle noch nicht so im Fokus, aber vor allen Dingen Lösungen jenseits der Atomenergie überlegt hat. Und da kamen wir ein bisschen über den Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung ins Sprechen. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein, weil uns ja eine ganze Reihe von Dingen verbindet. Vielleicht noch ganz vorweg auch die Parteizugehörigkeit, die ist zwar da, aber ich muss von hier aus natürlich klar und will das auch das Signal geben, dass es wichtig ist, dass wir einen gesamtgesellschaftlichen Konsens hinbekommen, die Energiewende weiter zu bestreiten. Wir sind jetzt in der Phase, in der nach zwei Jahrzehnten Erneuerbares Energiengesetz, nach Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetz die Weichen Richtung neue Energiewirtschaft gestellt sind, aber immer noch nicht so, dass wir die alte Welt wirklich überwunden haben. Sie haben von einer ganzen Reihe von Gesetzespaketen gesprochen. Wir warten auf das Kohleausstiegsgesetz, eine Vereinbarung, die ja schon im letzten Winter getroffen wurde. Auf die Ergebnisse haben wir mit großen Erwartungen geschaut, weil wir durchaus ja erwartet haben, dass
dass die Kohle, der Kohleausstiegsplan so erarbeitet wird, dass Erneuerbare, dass Kraft-Wärme-Kopplungen in die Lücke reinspringen können und auch vorbereitet und nicht plötzlich. Und das ist etwas, was ich auch wie ein jetzt tatsächlich roter oder grüner Faden durch meine Rede zieht, weil wir eine ganze Reihe von Erwartungen haben und darauf setzen, dass Verlässlichkeit und Planungssicherheit für die Branche gegeben wird. Ihr Kongress hat ja auch dieses Motto zum Titel, kalkulierbar, nur mit KWK. Wir würden das jetzt aus Sicht der Erneuerbaren ergänzen, in Partnerschaft mit den erneuerbaren Energien. Und Sie haben das ja auch im Rahmen Ihrer drei Themenfelder, die Sie skizziert haben, deutlich gemacht. Es geht Ihnen um den Kohleausstieg und die Kraft-Wärme-Kopplung, um Netzstabilität und Versorgungssicherheit, ganz wesentlich, wie das in Zukunft gestaltet wird, intelligent und verstärkt dezentral. Die Einbindung von erneuerbaren Gasen mit Brennstoffen und Brennstoffen im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Und das ist natürlich auch für uns ein ganz zentrales Thema, gerade auch, weil Horst Seide hier sitzt, der den Fachverband Biogas vertritt. Wir haben gestern auf der Veranstaltung zum grünen Wasserstoff natürlich auch nochmal unsere Interessen vorgetragen, weil es gibt heute schon eine ganze Reihe von grünen Gasen, die Anwendung finden können. Und das sind ja auch viele Anlagen, die Sie betreiben im Bereich des Biogases, dass wir neue Schritte natürlich gehen wollen, aber diejenigen, die da sind, auch nicht vergessen, sondern auch hier Planungssicherheit wollen und hier auch einen Teil der Versorgungssicherheit liefern können. Die Themenwahl, die zeigt die Bedeutung der KWK im zukünftigen und zukunftsfähigen Energiesystem, gerade auch natürlich vor dem Hintergrund der anstehenden KWK-Novelle. Wir erwarten Sie auch noch in diesem Jahr. Eine ganze Reihe von Novellen haben jetzt das Licht erblickt und teilweise, auch das haben wir eben besprochen, in sehr kurzen Fristen. Manchmal erreichen uns die Gesetzesentwürfe samstags. Manche Mitarbeiter haben das dann auch übers Wochenende gesehen und schon angefangen zu erarbeiten, weil dann montagsabends die Frist ablief. Das sind natürlich parlamentarische Verfahren und auch Beteiligungsverfahren, die wir in keinster Weise gutheißen. Ich hoffe, dass bei den nächsten Verfahren etwas mehr Beteiligungsfrist gegeben ist, weil man ansonsten nur freundliche Briefe mit kurzer Antwort geben kann. Und das ist nicht das Ziel eines verbändeintegrierten und gesamtgesellschaftlichen Prozesses. Vor diesem Hintergrund der KWK-Novelle haben wir natürlich auch schon miteinander Gespräche geführt, aber auch sind insgesamt daran interessiert, dass diese KWK-Novelle aufnimmt, die verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien und natürlich auch die starke Sektorenkopplung. Wir kommen immer mehr in die Situation, dass wir die einzelnen Sektoren Strom, Wärme, Kraftstoffe miteinander verbinden wollen und müssen und dass das auch den Reiz des neuen Energiesystems mit vielen neuen Akteuren und vielen neuen Geschäftsfeldern ausmacht. Denn diese vollständige und sektorübergreifende Integration mit ihrer intelligenten Vernetzung, die erlaubt eine klimafreundliche Energieerzeugung auf der Basis CO2-freier und das heißt für uns natürlich erneuerbarer Quellen, erneuerbaren Stroms, aber auch natürlich dann die Erzeugung erneuerbare Wärme und auch erneuerbare Kraftstoffe, weil es darum geht, die sehr ehrgeizigen Klimaziele zu erfüllen. Auch die Große Koalition hat sich Klimaziele gegeben, will auch die geleistete Unterschrift unter dem Paris-Klimaabkommen erfüllen, aber wir sind weit davon entfernt, diese Klimaziele zu erreichen, auch davon entfernt, die erneuerbaren Ausbauziele zu erreichen. Für die KWK bedeutet das im Weiteren, dass der Einsatz von erneuerbaren Energien ausgeweitet werden muss, habe ich eben schon gesagt, und dass die Flexibilität der KWK genutzt wird. Das ist ja etwas, womit gerade die Kraft-Wärme-Kopplung punkten kann, dass sie flexibel einsetzbar, da wo Wind und Sonne nicht verfügbar sind, ihren maximalen Nutzen und eben auch den maximalen Klimanutzen erzeugen kann. Von daher ist für uns völlig klar, diese Kopplung erneuerbare plus Kraft-Wärme-Kopplung, das sind Partner, die ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Energieversorgung in Zukunft klimafreundlich und flexibel zu organisieren. Ich habe das anfangs schon gesagt, ganz zentral sind dafür natürlich Anreize und politische Rahmenbedingungen, sodass beide Seiten im Rahmen der Energiewende noch besser miteinander in Kombination kommen. Die Energiewende gelingt eben nur dann, wenn die Marktakteure stabile politische Rahmenbedingungen haben, sich darauf verlassen können und für langfristige Investitionen eine Rechts- und Planungssicherheit vorhanden ist.
Für die Erneuerbaren, das habe ich im letzten Jahr schon angemahnt und wir warten immer noch drauf, wie hieße das, ein verlässliches Gerüst, Zeit- und Mengengerüst für den Ausbau von 65% erneuerbare Energien bis 2030. Das steht im Koalitionsvertrag, das haben wir jetzt mehrfach angemahnt. Und das, was im Klimaschutzprogramm 2030 steht, wird unserer Ansicht nach dieses Ziel oder wird mit diesem Ziel nicht gerecht, weil zum einen der Bruttostrombedarf für 2030 viel zu gering prognostiziert ist. Wenn man davon ausgeht, dass die Sektorenkopplung kommt, dass Strom eine stärkere Rolle spielt, wenn man die Begriffe Sektorenkopplung oder Wasserstoff im Klimaschutzprogramm und auch im Klimapaket, was dem ja vorausging, liest, dann ist man erstaunt, dass am Ende nur ein Bruttostromverbrauch skizziert wird, der um etwa 2 bis 4,5% geringer liegt als das, was wir eigentlich brauchen. Das ist völlig unrealistisch. Das ist die erste Prämisse, die wir anmahnen, einen realistischen Bruttostromverbrauch zu skizzieren, damit es für die Erneuerbaren, aber natürlich auch für die Kraft-Wärme-Kopplung klar ist, wohin die Reise geht. Es kommt ja hinzu, auch das haben wir gerade eben im Vorgespräch angesprochen, 22, 23 Gigawatt gehen in den nächsten 2 Jahren vom Netz, fossile Last, und das müssen wir ersetzen. Das heißt, wir brauchen jetzt die Rahmenbedingungen, um den Startschuss für den Ausbau der Erneuerbaren und der Kraft-Wärme-Kopplung zu geben, und da hapert es dann doch an einigen Ecken und Enden. Wir sind froh, dass im Bereich der Photovoltaik der Deckel weg soll, verlässlich erst, wenn es irgendwo schwarz auf weiß steht. Wir sind froh, dass im Bereich der Bioenergie ein Pfad skizziert ist, aber auch da haben wir nochmal eingebracht, wir brauchen die Möglichkeiten, die Flexibilität zu nutzen. Das heißt, auch hier gibt es Luft nach oben, und der Ausbaukorridor muss eben auch am Ende dazu passen, dass wir diese 65% bis 2030 erhalten. Und ganz fatal sieht es leider bei der Windkraft aus, wo wir mit neuen Ausbaubremsen, das habe ich am Montag in Hamburg mit den Windakteuren diskutiert, pauschale Abstände von 1000 Meter, das hilft nicht weiter, und wir wissen, dass etwa 40 bis 50% der Flächenkulisse wegfällt, wenn diese Abstandsregelungen kommen. Und wenn wir über eine neue Energiewelt sprechen, dann ist für viele Akteure wichtig, dass wir mal ein Paket von erneuerbaren Energien auch in Kombination mit der Kraft-Wärme-Kopplung auf die Fläche trifft. Da kann es nicht sein, wir schließen die oder jene Energiequelle aus, sondern wir brauchen alle erneuerbaren Energien, die Wind, die Sonne, die Bioenergie, die Wasserkraft und die Erdwärme, um damit als Quellen die zukünftige Energieversorgung klimafreundlich zu gestalten. Hinzu kommt, dass Klagen, Genehmigungsstau und andere Hemmnisse diese Branche extrem drücken. Das wird sich im Weiteren auch möglicherweise auf Flächenverbrauch von Photovoltaik, aber auch die Bioenergie hat ja immer wieder mit zu kämpfen, zu legitimieren, dass sie eine erneuerbare und wichtige Energiequelle ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heute die Debatte führen, was brauchen wir für die Energiewende 2.0, welche Flächen, welche Anlagen, welche Verbindungen, also auch Netze, intelligenten Lösungen sind notwendig. Die Technologien sind weitgehend vorhanden, aber es braucht den Plan, um damit auch in das Gespräch mit der Bevölkerung zu kommen, um die Akzeptanz zu bekommen und auch um mit den Behörden der Länder die entsprechenden Genehmigungen zu erzeugen. Was eben schon gesagt, sonst werden auch die Klimaziele verfehlt, die wir national und europäisch vereinbart haben, und das muss im Klimaschutzplan 2030 nachgebessert werden. Der heißt nicht umsonst Klimaschutzplan, um eben diese Ziele auch realistisch zu erfüllen. Die Ausbaupfade und der Erneuerbaren, auch der anderen Energieerzeuger inklusive der KWK, müssen beschrieben werden, und gerade auch im Kontext des überfälligen Kohleausstiegsgesetzes, auch das habe ich vorhin schon thematisiert, auch das erwarten wir in Kürze, wahrscheinlich gekoppelt mit einigen anderen Änderungen. Hier ist der Plan skizziert worden, und wir setzen darauf, dass das, was an Kohleausstieg skizziert wird, eben dann auch realistisch aufgefüllt wird mit Erneuerbaren und Kraft-Wärme-Kopplung, um diesen erneuerbaren bzw. zukunftsfähigen Versorgungspfad auch wirklich gestalten zu können. Im Stromsektor geht ein bisschen was voran.
real bei den erneuerbaren Energien in den letzten Jahren in großen Schritten. Wir sprechen von 43% erneuerbare Energien, Ökostrom im Netz als Anteil des Bruttostrombedarfs. Aber wenn wir davon ausgehen, dass aufgrund des wegfallenden EEGs ab nächstes Jahr Anlagen im großen Stil wegfallen, die Ausbaupfade zu ambitionslos sind und zu viele Hemmnisse noch im Weg stehen, dann wird es schwierig, hier wirklich diese 65% zu erzeugen. Und natürlich sind wir auch erwartungsvoll gewesen, was Anreize im Wärme- und Mobilitätssektor angeht. Und hier ist der Anfang viel zu zögerlich gemacht, unserer Meinung nach. Da ist ökologisch wie ökonomisch die Perspektive noch nicht für 2030 so gesetzt, dass wir Investitionen anreizen und die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Ausrede, die immer wieder genannt wurde für das Abbremsen der erneuerbaren Energien, leider bis heute, war schon stärker Thema, aber wir hören es doch immer wieder, ist der jahrzehntelang oder jahrelang verschleppte Netzausbau. Dabei sind die Netze bereits heute aufnahmefähig für deutlich mehr erneuerbare Energien. Das heißt, für die Erneuerbaren ist völlig klar, wir müssen nicht auf den Netzausbau warten, sondern wir müssen natürlich einen gewissen Teil ausbauen. Da ist ja auch jetzt einiges im Gange, aber wir brauchen vor allen Dingen Netzoptimierungen, Lastmanagement, Speicher und natürlich den flexiblen Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung, um das bestehende Netz zu entlasten. Und da kann es auch nicht sein, dass nach wie vor, deswegen habe ich auch das Kohleausstiegsgesetz in dem Kontext nochmal besonders betont, dass mehrere Gigawatt an konventionellem Erzeugungssockel immer noch hier unflexibel im System mitlaufen, die Netze verstopfen. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, dass wir den Kohlestrom rausnehmen, den Atomstrom rausnehmen, sondern dass auch hier die Erneuerbaren reinkommen, dass der Einspeisevorrang tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird. Darauf warten wir lange. Und dass die Verminderung der fossilen Kraftwerksleistung hier Platz schafft. Auch hier muss die Kraft-Wärme-Kopplung einspringen. Es kann aber auch nicht so bleiben, dass im Rahmen des Einspeisemanagements für den Netz- und Systemausgleich praktisch heute nur an die Erneuerbaren gedacht wird. Die werden rangezogen, die werden abgeschaltet. Auch hier ist unsere Erwartung, dass die KWK flexibler wird, dass sie als Partner der Erneuerbaren diese Netzdienstleistung mitbringt, natürlich auch in der entsprechenden Vergütung. Das heißt, wir setzen zusammen darauf, dass in der Flexibilisierung, auch in der Einspeisung der Netze, die KWK ihre Rolle spielt und wir ein flexibles System vorhalten können. Die KWK-Anlagen müssen aus Klimaschutzgründen perspektivisch CO2-neutral werden, vollständig. Wie kommen wir da weiter? Die anstehende KWK-Genovelle ist sicher ein Anlass und ein wichtiger Stellenwert beziehungsweise eine wichtige Etappe, um die Kraft-Wärme-Kopplung klimaneutral oder klimafreundlich, ja, im ersten Schritt zu machen. Klimaneutral ist das Ziel. Ein großes Thema, die Wärmenetze. Wir hatten auch vor kurzem eine Veranstaltung beim Bundesverband Erneuerbare Energien, um über Wärmenetzversorgung zu sprechen. Wärmenetze ermöglichen es heute schon, zusätzliche Effizienzgewinne in der Wärmeversorgung zu erschließen, und die sollten ausgebaut werden. Gerade auch das für mich ein charmantes Element, um vor Ort in den Kommunen bei den Nahwärmenetzen Möglichkeiten auszuloten und zu nutzen, erneuerbare und Kraft-Wärme-Kopplung in der Kombination voranzubringen. Da reicht der Ausbau alleine noch nicht, sondern eben diese saubere und erneuerbar ergänzte Komponente, um eine CO2-freie Energieerzeugung zu organisieren. Die Kraft-Wärme-Kopplung und auch IKWK-Systeme kommt hier eine besondere Rolle zu. Die Kraft-Wärme-Kopplung sollte deshalb bei der Überarbeitung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes klare Anreize erhalten, heißt erneuerbare Brennstoffe direkt zu nutzen. Das haben Sie ja auch als Überschrift über Ihren Kongress hier, die erneuerbaren Energien, Wärmesysteme in die Wärmenetze zu integrieren oder zumindest perspektivisch auf CO2-neutral herstellbare synthetische Brennstoffe umzustellen, zum Beispiel Power-to-Gas. Die gute Nachricht ist, es gibt dafür brauchbare Ansätze, wie zum Beispiel den in der Diskussion stehenden EE-erneuerbaren Wärmebonus, der in der Kraft-Wärme-Kopplungsnovelle vorgesehen sein sollte. Und über diesen EE-Wärmebonus kann die Transformation von Wärmenetzen hin zur Klimaneutralität deutlich beschleunigt werden.
Gleichzeitig kann vermieden werden, dass durch die Integration von klimaneutralen Optionen die Erlösstruktur der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ihre Grundlage verliert. Mehr sogar, durch einen erneuerbaren Wärmebonus wird für Investitionen in die Erhöhung des Anteils der von erneuerbaren Energien in die Wärmeversorgung Planungssicherheit auf beiden Seiten geschaffen. Und das ist auch unser Anliegen an die Gesetzgeber, dass wir hier diese Planungssicherheit und Investitionssicherheit bekommen. Die Erlösströme für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die bleiben unverändert, obwohl Teile der Wärmebereitstellung in den Netzen von erneuerbaren Energien übernommen werden. Durch diese Maßnahmen kann zusätzliche Flexibilität erschlossen werden, da die Kraft-Wärme-Kopplungsstromproduktion flexibler gestaltet wird. Auch im Ordnungsrecht bedarf es da einiger Weiterentwicklungen. Ich gehe nicht mehr im Detail darauf ein. Wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen. Wir haben Stellung bezogen zum Gebäudeenergiegesetz des Bundeskabinetts, was auch unserer Meinung nach nicht den passenden Rahmen gibt, um das Klimaschutzziel des Sektors bis 2030 zu erreichen. Der Bundesverband Erneuerbare Energien hat ein ganzes Spektrum an Vorschlägen eingereicht, um die Wärmewende auszugestalten, um das Gebäudeenergiegesetz auf zukunftsfähige Beine zu stellen. Das ist bisher enttäuschend und auch die Anpassung der energetischen Standards wurde genauso verzichtet wie auf die Nutzungspflicht für erneuerbare Energien. Hier hätten wir uns eine deutliche Stärkung gewünscht. Und obgleich erneuerbare Energien am Wärmemarkt aktuell nur 14% darstellen, sind sie technologisch ausgereift. Über dieses Spektrum verfügen wir schon lange, ob das die Wärmepumpen sind, die Biomasse in ihren verschiedensten Facetten, die Geothermie, aber auch die Solarenergie, die stehen bereit, um ihren Klimaschutzbeitrag zu leisten. Und da, wo sie nicht direkt im Einsatz sind, über die Kraft-Wärme-Kopplung als erneuerbare Quellen, da sollten sie weiter vorangebracht werden. Zudem sollten die Rahmenbedingungen für Power-to-X-Anlagen verbessert werden, zum Beispiel durch Umlageflexibilisierung. Damit Strom, Wärme, Mobilität in einem gekoppelten Energiesystem optimal zusammenwachsen können, ist eine Reform des Steuerabgaben, Umlagen, Entgeltsystems im Energiesystem längst überfällig. Auch das haben einige Akteure gestern bei der Wasserstoffkonferenz klargemacht. Nochmal zur Wasserstoffkonferenz. Wir sind der Meinung, wir müssen den Weg ebnen, um diese Wasserstoffprozesse mit einzubinden, auch jetzt schon. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass wir das, was wir heute an Technologien haben, ebenfalls eine Perspektive braucht in der direkten Nutzung der erneuerbaren Energien, in der flexiblen Gestaltung der Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und da hätten wir uns sehr gewünscht, dass sowohl für Strom, Wärme wie auch Mobilität ein ambitionierter CO2-Preis erhoben worden wäre. Im Strombereich wurde ja gar keiner etabliert. Da soll der europäische Emissionshandel weiterwirken. Aber gerade da wäre es gut gewesen, um Mechanismen und Instrumente der Sektorenkopplung in den Markt zu bringen und auch bei den Erneuerbaren zum Beispiel den Sprung zur kompletten Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen, sprich die Anlagen, die zum Beispiel aus der EEG-Vergütung fallen, hier mit aufzufangen und in einen fairen Wettbewerb gegen fossile Energieträger zu stellen. Auch der Preis ist zu niedrig. Mit 10 Euro kommen wir hier nicht weit. Wir können durchaus begrüßen, dass es jetzt endlich zu einem Instrument gekommen ist. Ich muss sagen, Anfang des Jahres waren wir auf unserem Neujahrsempfang noch nicht so optimistisch, dass wir tatsächlich Ende des Jahres überhaupt ein Bepreisungssystem haben. Ob es rechtssicher ist, ob es ambitionierter ausgestaltet werden kann, ob es dann auch Signale in den Stromsektor irgendwann gibt, das ist die Frage. Wir werden darauf weiter beharren als Bundesverband Erneuerbare Energien, weil wir sagen, die Erneuerbaren, die Kraft-Wärme-Kopplung mit der Kombination erneuerbar flexibel betrieben, die brauchen ihre Anreize und deswegen ist ein CO2-Preis, der entsprechend ambitioniert ist, unerlässlich. Meine Damen und Herren, es gibt viel zu tun. Die Klimakrise, aber auch der internationale Wettbewerb, die warten nicht auf uns. Wir sind als Standort eigentlich gut aufgestellt. Wir haben viel Vorarbeit geleistet, nicht nur die erneuerbare Branche, auch die Kraft-Wärme-Kopplungsbranche. Wir wollen gemeinsam ein flexibles, ein zukunftsfähiges, ein dezentrales, erneuerbares oder zukunftsfähiges Energiesystem voranbringen. Daran führt kein Weg vorbei. Und ich bin mir sicher, dass wir in dieser Partnerschaft, das betone ich auch dieses Mal gerne wieder,
von Erneuerbaren und Kraft-Wärme-Kopplung weiter vorangehen sollten, dass wir unsere jeweiligen Stärken in dieses neue, in dieses zukunftsfähige System einbringen, dass es hohe Chancen gibt für die Wertschöpfung, für neue Arbeitsplätze in den Regionen, dass wir damit auch noch mal ein Stück Hoffnung ausstrahlen können. Ich würde mir wünschen, dass wir statt der Debatte über die Hindernisse, Hemmnisse und das geht alles nicht, in eine Chancendebatte kommen, um klarzustellen, was Kraft-Wärme-Kopplung, was erneuerbare Energien vor Ort leisten können, zusammen mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Kongress, dass Sie heute Rahmenbedingungen erfahren, die auch die Kraft-Wärme-Kopplung voranbringen, um ein wichtiger Partner in der zukunftsfähigen Energieversorgung zu sein. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute für diesen Tag und für das restliche Jahr. Dankeschön.